vorbei. Zweite Nacht vergangen. Jetzt ist Mittwoch. Ja, genau, Mittwoch ist heute. Geschlafen ist alles gut. Da ist meine Hängematte. Toller Spot, genau, mit der Sonne im Blick. Es wird früh Sonne aufgegangen, direkt hier reingeschaut. Da schon mal hingelegt vorhin. Kopfschmerzen gehabt. Ich denke mal, es kommt vom fehlenden Essen oder was. Das ist ein bisschen besser wieder, ein bisschen was trunken. Und mal schauen. Dann tatsächlich noch mal 2 Stunden wahrscheinlich geschlafen oder so, weil die Sonne schon ziemlich hoch steht jetzt. Auch vorhin knapp über den Bäumen, wo ich erst mal aufgestanden bin. Das ist relativ hoch. Ein bisschen frisch ist noch. Eine Jacke an und ja, mal schauen. Jetzt muss man ja den Platz verlassen heute, weil man hier nur eine Nacht pro Platz bleiben darf. Und ja, schauen wir mal. So eine Runde paddeln auf jeden Fall noch nachher. Genau. Dann bis später. So, jetzt geht es ans Thema Zähneputzen mal heute. Dazu haben wir hier von diesem Bäumchen. Wer weiß, was es ist, ich weiß es nicht. Da haben wir mal so einen kleinen Zweig gemacht. Das ist das da. Und hier vorne ein bisschen aufgefächert. Einfach ein bisschen mit dem Stein drauf. Gehauen, ein bisschen. Genau. Schmeckt übrigens immer noch Marzipan. Ziemlich geil. Genau, das ist der erste Schritt. Dann haben wir jetzt ein bisschen Kohle, habe ich jetzt hier. Aus unserem Lagerfeuer gestern. Und da werde ich jetzt mal Zahnpasta draus machen. So, im ersten Schritt. Die Kohle ein bisschen hier zu mörsern, dass das schön alles schön klein ist. So, jetzt haben wir hier so einen richtig schönen feinen Kohlenstaub. Man sieht hier, das ist richtig schön fein. So, da nehme ich jetzt mein Kännchen hier. Gibt da ganz wenig Wasser drauf. Zahnbürste und vermischt das hier schon. Und jetzt hat es hier eine richtig schöne cremige Konsistenz. Und das ist hier so farbig, schaut das aus. Oder halt auch von der Konsistenz halt auch wie eine normale Zahncreme. So, jetzt ist es fertig. So, Zahnbürste auftragen. Zack. Ja, komm, schön. Mal kutschen. Jetzt geht's wieder los, wir sind auf hoher See. Die Insel da vorne. Da kommen wir her. Und jetzt fahren wir irgendwie mal in die Richtung. Richtung Osten und schauen mal, dass wir was Schönes finden. Passt jetzt ein bisschen anstrengend, so ohne Essen, aber hilft ja nichts. Kopfschmerzen gehen schon wieder halbwegs. Nochmal frisches Wasser hier, optimal. Genau. Ja, schauen wir mal, jetzt müssen wir ein bisschen paddeln und dann sehen wir weiter. So, jetzt haben wir hier einen sehr interessanten Fund gemacht gerade. Und gerade haben wir Insel gelandet. Als von hinten weitmäßig geglitzert hat, geklinkt hat. Schauen wir mal, was das ist. Und da haben wir jetzt gefunden, diesen wunderschönen Heliumballon, wo ein bisschen Luft raus ist. Oh, kann man bestimmt noch für irgendwas hernehmen. Ist auf jeden Fall ein Stück Strick dran. Das Ding ist aus einem Rettungsdeckenstoff irgendwie. Vielleicht das Gefäß oder was weiß ich. Als Behälter zum Bären sammeln kann man es nehmen. Gucken wir mal, was wir denn machen. So, kurze Mittagspause auf einer Insel. Schauen wir ein bisschen nach Bären und so weiter. So, dass man wenigstens mal ein bisschen was snacken kann hier. Das ist gerade hier ein paar Blaubeer-Dinge, die sind relativ wenig, gibt es ja nur. Genau. Hier ist mal eine kleine.
Das heißt nichts. Genau. Ein bisschen Päusch machen, ne? Und dann geht's weiter. So, Pause ist gleich zu Ende. Dann geht's wieder weiter. Raus. Sonne steht ziemlich hoch. Ziemlich anstrengend bei der Hitze was zu machen. Heute merke ich auch wirklich, dass, ja, dass der Kreislauf schon ein bisschen durchdreht. Gerade wenn man irgendwo aufsteht und so weiter, wenn man ganz kurz schwindelig. Ja, mal gucken, ob das dann noch besser wird demnächst. Aber jo. Die Bären haben auf jeden Fall so ein bisschen, ja, zumindest mal für den Kopf was gebracht. Genau, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bin noch ganz guter Dinge bis jetzt. Wir testen jetzt mal, ob das ein Heliumballon ist, den wir gefunden haben. Jetzt passt es mal auf. Hallo, hallo, hallo. Okay, es ist einer. Ich was hast du denn? Was sagst du? Erzähl doch mal was. Jetzt geht's gerade wieder. Das ist bescheuert. Das ist echt krass. Hallo. Das hält immer noch an. Das ist geklappt, Alter. Aber ich kipp da jetzt schon wieder weg. Ich kipp da hoffentlich was. Ganz weit gewartet und haben hier einen super coolen Spot gefunden mit Sandstrand, richtig geil, hinter einem recht großer Wald, ist auch ziemlich viel Holz, schon was bauen, Pilze gibt es auch, leider nur Fliegenpilze, ja, schauen wir mal, aber nächstes Mal was schönes hier, das Urlaubsfeeling kommt hier auf. Richtig geil. Das ist das Essensthema auch nicht mehr so schlimm. Genau, gucken, vielleicht bauen wir heute irgendwas Lustiges. Wolken ziehen ein bisschen auf gerade. Mal gucken, ob wir einen Tarpen machen. Aber Plan ist, wahrscheinlich hier am Strand zu nächtigen. Ja, weil es geil ist einfach. Mal schauen. Bis denn. So, kleines Update von unserem Lagerplatz hier. Hier einen kleinen Shelter gebaut. Genau, einfach zwei Dreibeine stecken drüber. Links, rechts noch was hin. Tarp drüber. Und fertig. Genau, ich habe gleich noch so einen Test fürs Ehrenplatz fürs Kännchen. Das Labhenne für die zum Laden von den GoPro-Akkus. Jo. Das Feuerstell ist gerade in Arbeit hier. Das ist hier. Feuerstell. Dann mal ganz kurz die Sicht von innen. So schaut es dann quasi aus, wenn du draus schockst. Mega geil. So, jetzt am Tag 2. So, jetzt Tag 2 ist was mir aufgefallen. Das ist noch für die, die es noch nicht kennen, noch gar nicht gesagt habe, was überhaupt selben versus weit überhaupt ist, wo das herkommt und so weiter. Genau, es geht im Endeffekt dort. Also erstmal Urheber ist der Fritz Meinecke. Auch einen YouTube-Kanal, jetzt mal vorbeischauen. Es geht im Endeffekt darum, der hat da ein YouTube-Projekt ins Leben gerufen, wo quasi sieben Freunde von dem, also auch YouTuber, werden nach Schweden geschickt mit 7 Gegenständen und müssen da quasi dann überleben. Genau, das Projekt von denen ist jetzt schon beendet, wo ich jetzt hier bin. Das
war vor 2 Wochen, glaube ich, schon zu Ende. Genau, kommt dann irgendwann im November, Dezember sowas, glaube ich, wird ausgestrahlt auf YouTube. Genau, wir machen das quasi ein bisschen nach hier. Genau, also die Ursprungsidee ist quasi 7 Tage. Und 7 Leute auf verschiedenen Inseln oder auf verschiedenen Orten, auf jeden Fall auch in Schweden, am See ausgesetzt. Alleine. Genau, und die 7 Gegenstände sind dann vorgeschrieben. Das habe ich im vorherigen Video schon mal gezeigt, was ich dabei habe. Genau, da gibt es eine bestimmte Liste, was man halt mitnehmen kann. So Sachen wie Campingkocher oder Isomat und so weiter sind halt nicht erlaubt, aber so Tarp, Messer und sowas dann schon zuerst, so Bushcraft-Zeug. Genau, das kann man weitestgehend eigentlich alles mitnehmen, was es so gibt. Genau. Dann hat man noch dabei, jetzt habe ich den Faden verloren, Cut, Schnitt, würde ich sagen. So, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Und zwar, also 7 Leute, 7 Tage ist klar, 7 Gegenstände, genau, in der Wildnis von Schweden, irgendwann im See. Wir haben irgendwas organisiert, dass man da auch unabhängig von den geltenden Regeln wahrscheinlich da ein bisschen was machen kann. Genau. So, dann essen aber nicht dabei, trinken aber nicht dabei. Vorteil hier in Schweden ist, die Seen sind größtenteils Trinkwasserqualität, deswegen kann man schon trinken, das ist mir gar kein Problem. Sonst essenstechnisch gibt es hier ja Beeren und Pilze, wenn man sich da auskennt, kann man da sicher auch ein bisschen was machen. Und wenn man das als Gegenstand gewählt hat, kann man auch ein Angelset nehmen und da auch angeln. Braucht man natürlich auch eine Angelkarte und so weiter. Genau. Alles weiter könnt ihr dabei Fritz auf dem Kanal anschauen. Das ist alles nochmal näher beschrieben. So, bei uns jetzt so, wir machen jetzt 5 Tage. Liegt aber daran, weil wir halt nur 5 Tage Zeit haben. Und nicht mehr. Wir müssen halt bis jetzt zu Stockholm angekommen und müssen wieder nach Stockholm zurück. Dann haben wir noch ein bisschen Anreise und so weiter hierher in die Region. Genau, das war relativ spontan auch die Entscheidung, das zu machen. Genau, deswegen nur 5 Tage. Außerdem sind wir zu zweit unterwegs, weil wir es können. Und da wir hier den Gesetzen ausgeliefert sind, sage ich mal, beziehungsweise uns daran halten müssen, in der Region und jetzt keine Sondergenehmigung oder sonstiges geholt haben, was wahrscheinlich der Fritz gemacht hat, haben wir jetzt auch nur die Möglichkeit, immer nur eine Nacht in einem Platz zu bleiben. Das heißt, wir müssen uns auch irgendwie fortbewegen. Das heißt, deswegen haben wir jetzt so Paddlecrafts dabei. Genau, da können wir dann jeden Tag die Insel wechseln. Ist ein bisschen abwechslungsreicher vielleicht auch, als wenn man es alleine auf einer Insel ist und alleine und nichts machen kann. Allerdings muss man natürlich auch ein paar Kalorien mehr verbrauchen, als jetzt einer, der einfach nur den ganzen Tag auf einer Insel ist. Genau, also von daher ist es vielleicht auch ein bisschen ausgeglichen. Genau. Jo. Das war es im Wesentlichen eigentlich schon, oder? Okay. Genau, das war's schon. Genau, also einfach beim Fritz vorbeischauen, da könnt ihr mal alles genau anschauen. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Relaxen. So, einen Nachtrag habe ich noch, was das Thema Seven World angeht und Verpflegung. Im Normalfall hat man nichts dabei und ist ja da auf seinem Platz und muss ja etwas beschaffen und kriegt dann, weiß man, hat ja nichts, passt schon, ne? Bei uns ist es noch ein bisschen härter tatsächlich, weil wir schleppen die ganze Zeit das scheiße Essen mit, was wir dann ab Sonntag früh essen dürfen. Weil wir brauchen da irgendwas, um ein bisschen Energie zu haben, so zu paddeln. Deswegen, ja, das ist schon, das ist eigentlich die härtesten Sachen, muss ich sagen. Wenn du die ganze Zeit weißt, okay, du hast was dabei, du kannst da sich Süßigkeiten essen oder ja, Wurst, Zeug, was wir dabei haben. Schwierig, aber gut. Nur so nebenbei noch. Ich bin gerade mal hinten aus dem Wald hin rausgelaufen, ein Stück.
Und ja, schau mal, was ich hier entdeckt habe hier. Eine kleine Hütte. Das ist wahrscheinlich so eine kleine Schutzhütte. Oder irgendwas. Hier. Da ist ein kleiner Ofen drin. Wahrscheinlich im Winter oder so, wenn hier Strand ist. Dass du da ein bisschen was hast hier. Kann ich ein bisschen vorwählen. Wahrscheinlich zum Aufwärmen oder so. Wenn man sich mal verkalkuliert hat oder keine Ahnung. Vielleicht ist es auch sogar zur Nacht gedacht. Sieht zwar eher nicht so aus, aber ist schon wirklich. Ich hab da noch was drin ist hier. Ein bisschen Werkzeug drin. Und hier. Ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz. Finden dann. Das wird gemacht hier. Das ist ein Bild an der Wand. Vor Ostern steht drauf. Nett. Aber wir haben ja was. Unterkunft. Deswegen brauchen wir sowas nicht. Genau, das ist halt nur für Notfall. Oder vielleicht auch für den Förster hier oder so. Der ja ab und zu unterwegs ist bestimmt. Was richtig krass ist, hier sind ungefähr alle 2 Meter. Da stehen irgendwelche Pilze rum. Allerdings geht es da viel zu wenig aus, dass ich da irgendwas mitnehmen könnte. Also bei dem hier würde ich sagen, das ist ein Steinpilz. Das passt, aber ist auch der einzige. Und was tatsächlich am häufigsten gibt, sind diese wunderschönen Exemplare hier. Leider nicht besonders essbar. Da stehen Massegrund davon. Schön Fliegenpilz. Herrlich. Das ist krass, jetzt kommt die Energie langsam wieder. Man hat immer wieder neue Ideen. Keine Ahnung, wie die Energie herkommt, aber jetzt gerade geht's super. Kopfschmerzen sind weg und irgendwie fühle ich mich auch ganz fit. Und jetzt schaut's her, jetzt haben wir hier. Wahrscheinlich liegt es an dem Wasser hier. Das ist nämlich hier. Perfektes Steinwasser. Außer es bringt keine Ahnung. Also ich habe mir gedacht, diese Mineralien, die man vielleicht da irgendwie noch dazu kriegt. Ja, aber seit ich das Wasser getrunken habe, geht es mir auf jeden Fall besser und fühle mich fitter. Vielleicht bringt es echt was. So, jetzt haben wir hier da oben. Jetzt hier, das ist noch nicht ganz fertig. Das ist schon fertig. Wir haben jetzt hier oben ein Dreibein hingestellt, erstmal über uns Feuer. Wie man sieht, haben wir hier oben eine kleine Seilwinde gebaut. Mehr oder weniger. Da kommt dann der Topf dran. Da kann man den hoch und runter lassen nachher. So, das ist jetzt hier die Steinpilzsuppe. Hoffentlich Steinpilz. Wir werden es sehen. Ganz durchs Feuer gehangen. Mega geil. So, und das ist jetzt mal die fertige Konstruktion hier. Hier das Seil. Zack, zack. Haarkreuz geht hier rüber. Seilwinde. Und dann zack. Und dann kann man jetzt hier die Temperatur regulieren. Sehr gut. So, das war der Ausblick übrigens. Boah, der Hintergrund ist so geil. Das sind die letzten Eindrücke einfach vom Abend.